Hallo zusammen, ihr Lieben, zum Portal-Tage-Orakel. Soweit ich weiß, haben wir 3 Stück diesen Monat. Und da ich nicht alle 3 einzeln ablegen will, gucken wir in die kollektive Energie des Portales für den Monat. Und ich bin gespannt. Was haben wir für eine Qualität? Ja, da kann ein bisschen Spannung und Rebellion mitschwingen. Und auch ein bisschen Unruhe für uns, denn es geht um das zweite Haus, ja? Um Talente, den Besitz, die Werte. Vielleicht auch etwas, das man als Talent hat, zu einem Wert zu machen. Das zweite Haus ist ein Haus des Elementes Erde, auch verstärkt der Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Der Turm fällt als erstes und das Kreuz. Es geht hier darum, dass du vielleicht Mauern sprengen solltest oder wir, dass wir irgendeine Begrenzung auflösen, dass wir da, wo wir Rückzug betrieben haben, sehr stark oder uns vielleicht auch unter unserem Wert verkauft haben, einfach wieder drauf gucken, dass wir uns mehr öffnen können. Für einige ist es hier so eine trennende Situation, die irgendwie belastend zu sein scheint in der Mitte. Und es geht darum, auf der bewussten Ebene hier einen kurzen Weg zu finden, das Alltagsglück wiederzusehen. Vielleicht auch nicht allzu oberflächlich an die Dinge ranzugehen. Hier steckt vielleicht irgendwo eine kleine Sache, die wir nicht erkannt haben, die uns hier diese Wende bringen kann. Das ist jetzt sehr spannend, denn einerseits haben wir hier so die Talente, den Besitz und die Werte. Und hier unten im Unterbewusstsein haben wir die gebende Kraft. Ne? Es kann auch noch ein anderes Szenario sein, das sage ich euch dann gleich. Und wir wollen euch vielleicht aus der unterbewussten Ebene raus etwas erschaffen, schöpfen, in Aktion treten, auf die Welt bringen. Und es kann hier in einem kleineren Bereich liegen, den wir eigentlich so nicht vermuten. Also so investiere in Kleinigkeiten, dann kannst du schon viel Spannung oder Unruhe auch zur Seite bringen oder weglassen. Es geht hier um Einflüsse des Außens aus der Vergangenheit. Das ist jetzt sehr spannend, denn wenn wir hier an bestimmte Ereignisse im Außen denken, die in der Vergangenheit liegen, dann haben die sich bis heute sehr schwer auf unseren Besitz und auch auf unsere Werte ausgewirkt. Und das sieht so aus wie so ein bisschen die Nachfolge oder das, was man noch so mitschleppt oder das, was man jetzt wieder ausbügeln darf. Auch eine Sache des Blickwinkels sozusagen. Das Außen ist auch immer die Karte, wo man sich zeigt, ja, wo man die Welt wahrnimmt. Wie nehmen dich die anderen wahr? Wie nimmst du die anderen wahr? Und ich habe hier schon in der näheren Zeit für uns, dass wir uns neue Türen öffnen können. Dass wir wieder einen Erfolg haben, ein Gefühl der Sicherheit für uns, ja. Aus der eigenen Sicht ist es vielleicht so, dass es sich im Moment nicht gerade gut anfühlt, ungesund oder verstrickt. Ja? Man spürt, dass man in einer Lage ist, die einem nicht so behagt. Deshalb gibt es auch Spannung und Unruhe. Irgendwas rebelliert innerlich. Man hat hier vielleicht auch Verstrickungen, wenn es um Talente oder Besitze geht. Ist man oft auch mit anderen verbunden. Hier vielleicht sogar mit mehreren. Ja, es geht um das Geben und Nehmen, um einen Ausgleich irgendwo, ne?
Es geht auch darum, ins Umfeld sehr stark zu gucken, präsent zu sein, sich selber auch wieder mehr ins Außen zu begeben. Wir haben ja hier die Situation des Turms oder wo man sich vielleicht auch alleine gelassen mit irgendetwas fühlt oder wo sich trennende Prozesse einfach zeigen, so eine gewisse Spaltung von irgendetwas. Es gibt hier tatsächlich, ich wiederhole mich jetzt zu dieser Legung, ein zweites Szenario. Das werde ich gleich noch deuten, weil ich glaube, für einige ist das ganz wichtig. Machen wir das hier erstmal zu Ende. Es gibt hier Wege, es gibt Möglichkeiten, es gibt Optionen, es gibt Entscheidungen, neue Möglichkeiten aus einer Sackgasse vielleicht auch rauszukommen, überhaupt mal loszulaufen. Gleichzeitig haben wir vielleicht auch irgendwie unterbewusst dieses Ding, in was sollen wir investieren, in welchen Weg, ne? Und eine gewisse Unsicherheit, die hier mitschwingen könnte, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben hier aber den Schlüssel dabei, ne? Also da verbindest du auch zwei trennende Elemente wieder miteinander, wenn du den Schlüssel umdrehst. Ja, hier haben wir das Schiff. Also auf die längere Zeit oder die langfristige Zukunft oder die Zeit, die jetzt nicht im Jetzt ist, sondern die kommende Zeit, haben wir hier tatsächlich ein Weiterkommen, ein verbindliches Weiterkommen, auch ein Weiterkommen, das eine gute Energie gibt in alles, was uns verbindet mit anderen, anstatt hier dieses, ich fühle mich getrennt von irgendetwas. Und ja, das Schiff zeigt hier eben auch an, dass man ein Nähe-Distanz-Thema irgendwo beenden kann und hier aus der Beziehungsebene aus den Vollen schöpft. So, jetzt haben wir hier das zweite Szenario und auch ein drittes. Möglicherweise geht es hier um die Selbstständigen, wenn wir hier von den Talenten oder Werten auch ausgehen, die wir haben, um Unabhängigkeit, ja, um Stagnation in der Unabhängigkeit. Speziell auf dem Arbeitsbereich, jetzt gilt es für die Selbstständigen, da sieht man auch wieder mehrere Partner oder Verstrickungen mit anderen, die sich als nicht gut erweisen, wo sich eine Auflösung zeigt, ein anderer Weg, ein anderer Erfolg, möglicherweise auch an mehreren kleineren Stellen. Aber wir haben den Ring und die Sonne hier, ne? Also das ist das beste Ergebnis, dass man in puncto Selbstständigkeit haben kann. Verbindlich gute Aufträge zum Beispiel. Das andere Szenario ist eine Paarsituation. Das ist das Verarbeiten einer Trennung oder in einer Trennungssituation sein, weil man Konkurrenz hatte, weil sich jemand eingeschlichen hat. Und jetzt zu denken, ich stehe hier und kriege das alleine nicht hin. Das Außen hat mit eingewirkt, ne? Und wir haben die Pärchen nebst Einmischung von außen. Aber hier doch auch wieder diesen Weg, den man schafft, hinzugehen und weiterzukommen und ja, sich auch wieder beflügelt zu fühlen, endet hier natürlich in einem Beziehungsding, das hier sehr von guter Energie genährt wird. Spannend. Gucken wir uns an. Noch ein Szenario, ich kann jetzt auch nichts dafür, es gibt eben vieles hierher. Ist folgendes, dass du hier irgendetwas mit den Ämtern und Behörden hast, was schon eine längere Zeit Spannung bringt oder Unruhe. Es kann in dem Bereich um deine Talente, um den Besitz oder Werte auch gehen. Und man sieht hier eine
vielleicht auch eine Sache, die du mit anderen Personen austrägst, aber hier sieht man den Erfolg, die Entscheidung und das Weiterkommen auch schon auf dem kürzeren Bereich. Dann haben wir hier zwei Vögel. Einmal den Eichelhäher. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle. Gestalte dein Leben nach dir. Stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Und die Dohle. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht ins Dunkel, warne dich vor einer unerwünschten Situation oder einem Feind und biete dir einen wichtigen Impuls bei der Findung von Lösungen. So, ihr Lieben, die jetzt noch dran sind, ich hänge für die Portaltage hier anschließend noch ein Mini-Auswahl-Orakel an, aus ein, zwei Karten nur bestehend, Krafttier oder Rune, was mir gerade spontan so einfällt, als Inspiration. Ich danke euch, ich drücke euch, bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ein Krafttier oder eine Rune für die Portaltage für euch, was euch so ein bisschen inspirieren kann. Oder ihr nehmt, was weiß ich, manche nehmen auch auf Bereiche verteilt irgendwelche Dinge, ne? Das ist das Krafttier, das ist die Rune. Und ich hätte gerne noch eine vom Sacred Forest Orakel. Heute brauche ich ja nichts hinstellen zum Auswählen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ich tue mir ein bisschen schwer. Ich würde heute mal die Rune nehmen. Ja. Was haben wir hier? Oh, sehr spannend. Wir haben erstens den Steinkreis mit dem Thema Übergang und dann Ewerts. Es geht um harmonische Beziehungen zu anderen. Denkt an die Legung. Wir hatten hier dieses Getrenntsein, Verarbeiten von Trennungen in der Mitte als Thema. Ja, es geht um Bewegung, Fortschritt. Man sieht auf der Karte auch ein Pferd. Da gibt es so einen Bezug dazu. Und die Rune ist die harmonische und heilsame Rune, die Beziehungen fördert. Und die Kontakte im Außen oder deinen eigentlichen Platz in der Gemeinschaft finden lässt. Und es ist auch was, was dir mit Mitmenschen gut tut. Das wäre genauso dieses Ding von dieser zentralen Aussage des keltischen Kreuzes, ne? Beende irgendwie deinen Rückzug. Denn die Rune bringt auf mehreren und wenn nicht auf allen Ebenen zusammen auch was zusammengehört. Sie fördert auch den Kontakt zu Tieren, ja, zu allen Tieren, nicht nur zu den Haustieren, auch zu den Wildtieren zum Beispiel. Und wenn diese Rune kommt, dann sollte man sich nicht wundern, dass ganz ungewöhnliche Dinge passieren, berührende Begegnungen zustande kommen. Auch mit Tieren kann das wiederum sein. Deshalb sieht man hier natürlich auch das Pferd drauf, auf das sich das so ein bisschen fokussiert. Und das Pferd war ja hier auch ein Lasttier oder ein Reittier, das dem Menschen dient und ihn so auch in die Lage versetzt, anstrengende Arbeiten oder Reisen leichter zu bewerkstelligen. Die Rune fördert also die Beweglichkeit und schenkt Impulse, sich von angestauten Gewohnheiten und Plätzen, zum Beispiel auch einem Standpunkt, auf den man beharrt, fortzubewegen. Es geht darum, einfach wieder verbindlicher zu sein. Denkt dran, unten haben wir an der Legung den Ring und die Sonne. Ne? Also das Endergebnis ist die Beziehung, die unter dem guten Stern steht. Dann haben wir aus dem Sacred Forest Orakel den Steinkreis.
Und auch da hat man irgendwie diesen Punkt, sich auf die Reise zu machen, in eine andere Welt aufzubrechen oder auszubrechen, ja? Und Steinkreise markieren auch den Übergang von einer Lebensphase in die nächste. Das kann sich natürlich hier im Beziehungsleben abspielen. Und wir sollen ja immer dran denken, dass wir unvergänglich sind und alle Übergänge im Leben auch so feiern, dass sie wieder mehr Harmonie bringen. Es kann ja natürlich um eine spirituelle oder auch physische Reise sein. Auf jeden Fall ist es so eine Art mystische Pilgerfahrt. Ja. Hier ist die Reise auch geprägt von sehr vielen mystischen Erkenntnissen, tiefe Erkenntnisse, die man noch nicht hat oder Erfahrungen, die man noch machen muss. Und hier sieht es so aus, als kommen wir hier in eine schöne Erfahrung, die alle Verbindungen und auch das Beziehungsleben irgendwie beinhalten. Wunderbar, sehr tiefgründig. Okay. Das passt auch ein bisschen zusammen. Hier haben wir einsteils das Einhorn und hier den Zauberer, ne? Alles ein bisschen magisch. Und es geht darum, Fokus zu halten, fokussiert zu sein, und es geht um das Thema Wahrhaftigkeit. Bei Wahrhaftigkeit geht es speziell, ganz speziell darum, wo man gegen sich lebt, ne? Wo man, obwohl man Nein denkt, trotzdem Ja sagt. Und hier kommt eben die Möglichkeit, oder auch die Erinnerung, dass wir, wenn wir authentisch sind, nennen wir es mal so, und uns nicht selbst verraten, eben tiefen Segen bekommen können. Und es geht darum, den reinen Ursprung von Dingen zu erkennen. So, das Einhorn bringt ja einen Zustand, der sehr magisch, segensreich ist. Die Kraft des Einhorns hilft dir, Karma, Laster oder schlechte Veranlagungen zu wandeln, um dich und dein wahres Selbst wieder mehr zu sehen und zu spüren. Es bringt auch Erkenntnisse und Anbindung an dein wahres Zuhause und die Aufforderung, die Wahrheit in deinem Herzen bedingungslos zu leben, sich selber treu zu bleiben, sich selber nicht mehr zu verraten, indem man irgendetwas mitmacht, weil es eben verlangt wird. Und es geht auch darum, dass einfach Kontakte, die wahrhaftig sind, auch Bestand bleiben und mit einem mitgehen. Hier kommt eine Wandlung, die für dich darin endet, dass du deine wahre Lebensmission erkennst. Ja, der Zauberer des Waldes bringt dir so ein bisschen die Schwingung mit, dass es auf dieser Welt auch wahre Magie gibt, und um dass man die auch erleben kann, sollte man in der Lage sein, Absichten, Gedanken in Richtung Träume zu lenken, Positivität und nicht andersrum, also den Fokus auf das Gute zu halten, um da auch eine innere Kraft aufzubauen, eine Energie anzusammeln. Und man soll sich hier auch ein bisschen reduzieren von Aktivitäten, die im Moment nicht wesentlich wichtig sind, ne? Dann ist es hier nur noch eine Frage der Zeit. Also es geht um ein Ausgerichtetsein auf die Dinge, die du im Leben und für deine Projekte brauchst, ohne dass du jetzt sagst, okay, die Zeit spielt mir hier nicht richtig mit und deshalb möchte ich jetzt das und das und das noch anfangen, ja? Eher darauf bauen, dass sich die Dinge eben noch hinziehen, sich den stressigen Situationen entziehen und dann zugucken, wie sich die Dinge entfalten. Und hier kommt es wirklich so, dass du hier zugucken darfst, wie etwas in Hülle und Fülle in deine Richtung geschieht. Puh, ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Portale. Ich drücke euch bis bald.